Lassen Sie uns einmal in Gedanken die Räume, die Sie zu Hause haben, durchgehen. Welches Zimmer in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus ist besonders schützenswert? Bei welchem Zimmer würden Sie sagen, da darf niemand rein, dem ich nicht wirklich hundertprozentig vertraue, und da darf auch nichts raus, was in diesem Zimmer passiert? Weil dieser Raum, der ist für mich ein ganz besonders geschütztes Zimmer. Ich schlage Ihnen einen Raum vor. Ich kann mir vorstellen, dass viele es ähnlich sehen wie ich. Ich finde, das Kinderzimmer ist ein besonders schützenswerter Raum. Und lange Zeit hatten wir auch ganz gut unter Kontrolle, was so im Kinderzimmer passiert und wer da reingeht und was für Infos wieder rausgehen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Es gibt mittlerweile Kuscheltiere, die zuhören können. Es gibt Spielzeugdinosaurier, die auf Fragen antworten können. Es gibt Roboter, die erkennen, welches Kind gerade vor ihnen steht und wissen, das ist das Kind, das hier wohnt, oder das ist vielleicht nur zu Besuch. Und die Daten, die diese Spielzeuge sammeln, die bleiben nicht unbedingt im Kinderzimmer, sondern es kann sein, dass sie an die Unternehmen, von denen die Spielzeuge kommen, geschickt werden, dass Hackerinnen und Hacker darauf Zugriff haben oder im schlimmsten Fall sogar Menschen, die es gar nicht gut meinen mit Kindern und Jugendlichen und versuchen, irgendwie in Kontakt zu kommen mit ihnen, um ihnen etwas Böses zu tun. Das heißt, es gehen Gefahren aus von solchen vernetzten Spielzeugen. Aber das Gute ist, wir können uns diesen Risiken bewusst machen und wir können schauen, wie wir damit umgehen und lernen, die Vorteile gleichzeitig zu nutzen. Lassen Sie uns heute gemeinsam schauen, wie wir einen Mittelweg finden zwischen Risiken und Vorteilen von vernetzten Spielzeugen. Und damit herzlich willkommen im Online-Seminar Smarte Spielzeuge, Datendiebe im Kinderzimmer. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen für dieses wichtige Thema. Wir möchten heute klären, was sind überhaupt smarte Spielzeuge? Worauf können Sie achten, wenn Sie Ihren Kindern, Nichten, Neffen, Enkeln, Enkelinnen ein smartes Spielzeug kaufen möchten? Und wie können Sie es vielleicht auch gemeinsam mit Ihren Kindern einrichten, um es dann sicher zu machen für den Alltag? Ich bin Antje Kiesler, ich bin freie Journalistin und Moderatorin, unter anderem für die Tagesschau. Ich mache für die Social-Media-Kanäle Nachrichten. Also auch vor allem für Jugendliche. Und da geht es auch immer wieder um Datenschutz und auch den Missbrauch von Daten, die jüngere Unternehmen geben. Und einen Kommentar lese ich in den Kommentarspalten immer wieder, nämlich, naja gut, sollen sie halt meine Daten nehmen. Ich habe doch nichts zu verbergen. Und der Fakt, dass Sie heute Abend hier sind, zeigt mir schon mal, dass wir uns einig sind, dass dieser Satz Schwachsinn ist und dass wir uns Daten annehmen müssen und damit richtig umgehen müssen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und die Expertin heute, die ich jetzt dazu hole aus Bielefeld, ist Jessica Wawrzyniak. Sie ist Medienpädagogin mit dem Schwerpunkt Datenschutz und ist unter anderem tätig für den Verein Digital Courage und auch Autorin. Ihr letztes Buch hieß Screen Teams, wie wir Jugendliche in die digitale Verantwortung begleiten. Da geht es auch um Datenschutz drin, ist ein eigenes Kapitel. Und ich freue mich sehr, dass sie heute mit dabei ist. Guten Abend, Jessica. Hi. Guten Abend. Lass uns erstmal schauen, worüber reden wir jetzt eigentlich? Was sind smarte Spielzeuge im Vergleich zu den guten alten analogen Kuscheltieren zum Beispiel? Bei smarten Spielzeugen haben wir gerade schon ein Buzzword drin, also ein Wort, das sich natürlich sehr gut verkauft, ein intelligentes Spielzeug. Im Grunde genommen meinen smarte Spielzeuge vernetzte Spielzeuge. Also Spielzeuge, die sich entweder mit dem Internet verbinden lassen oder mit Bluetooth oder mit einem anderen Funkstandard, aber meistens sind es dann eben WLAN, Internet, Bluetooth. Und auf der anderen Seite hätten wir dann unvernetzte Spielzeuge, also einfach digitale Spielzeuge, die eben nicht mit dem Internet oder Bluetooth verbunden sind. Das ist so die grobe Unterscheidung. Kannst du uns ein paar Beispiele geben, was für smarte Spielzeuge es aktuell gibt? Vielleicht erstmal bezogen, es gibt ja auch je nach Altersstufe ganz unterschiedliche. Wenn wir jetzt mal auf Spielzeuge für Grundschülerinnen und Grundschüler schauen, was gibt es da so im Moment? Ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, womit die Kinder so spielen. Die Hersteller geben meist eine Altersangabe an, was da am besten passt. Aber das sind natürlich solche Sachen wie Puppen, Kuscheltiere, also sprechende Puppen, sprechende Kuscheltiere, Roboter. Es gibt verschiedene Lerncomputer, dann eben auch für verschiedene Altersgruppen. Interaktive Bücher zum Beispiel, dass man mit so einem kleinen Stift auf das Buch drauf tippt und es dann spricht. Ferngesteuerte Fahrzeuge.
Drohnen. Das ist dann schon eher was für ältere Kinder, aber manchmal spielen eben auch die Jüngeren damit. Was gibt es denn da noch so? 3D-Drucker. 3D-Drucker für Kinder, für Spielzeug und für Schmuck. Kleine Perlen und Ketten lassen sich damit herstellen. Kinder-Smartwatches. Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ist das jetzt ein Spielzeug oder nicht? Das sind ja die Uhren fürs Handgelenk. Ein bisschen Aber kann ich man glaube, drauf das geht bei spielen, glaube ich. vielen. Aber die Frage ist, ist das dann die Motivation, Genau. warum Kinder die bekommen, ne? Richtig. Also ich würde sagen, das geht schon an vielen Stellen, gerade aus Kindersicht, als Spielzeug durch. Und ja, also da gibt es sehr viel. Im Grunde genommen kann man sagen, dass jedes Spielzeug, das es auch nicht digital gibt, inzwischen auch irgendwie digitale und vernetzte Funktionen hat. Was meinst du, fasziniert Kinder so daran, nicht mit dem analogen Spielzeug zu spielen, was eben nicht irgendwie irgendwas in einem Computer drin verbaut hat, sondern mit dem smarten Spielzeug zu spielen? Also erstmal verstehen Kinder ja gar nicht so richtig den Unterschied. Die wissen ja gar nicht, welches Spielzeug es vorher gab oder womit ihre Eltern gespielt haben. Für die ist das erstmal normal und es war schon immer eine Faszination, wenn ein Spielzeug antwortet. Also auch im Kleinkindalter, wenn man irgendwo draufdrückt und das macht einen Effekt und die Kuh macht Mu, ist das ja erstmal etwas, was fasziniert, weil es interagiert. Ob das jetzt eben ja ein smartes Spielzeug ist oder nicht, das weiß das Kind selbst ja gar nicht. Wie finden Eltern heraus, wenn jetzt ein Kind sagt, ich hätte gerne das und das Spielzeug, warum es das jetzt genau möchte? Durch Gespräche natürlich. Da muss dann eben erfragt werden, wieso möchtest du genau diese Puppe? Möchtest du eine Puppe? Möchtest du eine sprechende Puppe? Möchtest du eine Puppe, die die Augen bewegen kann? Möchtest du eine Puppe, die dir antwortet? Oder also da erstmal rauszufinden, was will das Kind eigentlich wirklich? Geht es jetzt um dieses eine Produkt oder geht es um eine Produktgruppe oder einfach nur um eine Puppe? Muss sie dann überhaupt digital, smart, vernetzt sein? Da sollte man erstmal genau ins Gespräch gehen und rausfinden, um was es geht. Das waren jetzt gerade Beispiele, vor allem auch für jüngere Kinder. Schauen wir mal auf Jugendliche. Was gibt es da jetzt, abgesehen vom Smartphone? Wir gehen davon aus, ungefähr jeder Jugendliche hat natürlich mittlerweile auch ein Smartphone, ist einfach so. Aber was gibt es da noch so für typische smarte Spielzeuge für die, die dann schon auf die weiterführende Schule gehen? Inzwischen wird fast alles wirklich vom Smartphone und Tablet abgelöst. Man kann wirklich sagen, was dann noch smart ist, sind eben verschiedene Modelle von Tablets. Drohnen sind, glaube ich, auch einfach sehr fürs Jugendalter oder auch ferngesteuerte Autos. Aber sehr, sehr viel läuft tatsächlich dann über Tablets. Dann lass uns mal darauf schauen, was für Daten über diese Spielzeuge gesammelt werden. Da interessiert mich jetzt doch auch erstmal nochmal so diese klassischen Kinderspielzeuge, die du vorhin angesprochen hast. Was für Daten können darüber gesammelt werden? Ganz grundsätzlich auf jeden Fall die Nutzungsdaten. Es kommt natürlich dann auch darauf an, was für ein Spielzeug man da hat, ne? Aber die Nutzungsdaten werden ganz sicher erstmal irgendwie gespeichert, in welcher Form auch immer. Das bedeutet sowas wie, wann wurde das Gerät eingeschaltet, wann wurde es wieder ausgeschaltet, zu welcher Tag- und Nachtzeit wurde es genutzt. Es wird die Geräte-ID oder die Modellnummer sehr oft mit übermittelt, auch an die Hersteller, wenn eben diese Vernetzungsfähigkeit da ist. Und dann kommt es darauf an, was das Gerät, und ich sage jetzt bewusst Gerät, weil diese Spielzeuge, auch so ein Plüschtier, wird ja plötzlich zum Gerät an dieser Stelle. Wenn es natürlich ein Mikrofon hat, damit man interagieren kann, können Sprachaufzeichnungen mitgeschnitten werden und gespeichert werden. Hat das Gerät oder das Spielzeug eine Kamera, dann sind das auch Bilder und Videoaufnahmen von den Kindern, vom Kinderzimmer, von der Umgebung, alles, was diese Kamera dann eben so aufzeichnet. Also je nachdem, welche Funktionen eben auch verbaut sind, kommt es dann ganz stark darauf an, was dann eben auch so gespeichert wird. Lass uns noch mal schauen. Ich höre wirklich auch raus, und du formulierst teilweise sehr vorsichtig, sagst, ah, ich bin da skeptisch. Warum ist das denn erstmal so ein Problem, wenn diese Daten erfasst werden? Kinderdaten sind erstmal besonders schützenswert, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, da sind wir auf einer Linie, dass man nicht erklären muss, wieso Kinder sich eben von Erwachsenen geschützt werden müssen. Das ist klar. Und dann gibt es die UN-Kinderrechtskonvention, es gibt die Datenschutzgrundverordnung. Und alle legen fest, personenbezogene Daten von Kindern müssen besonders geschützt werden. Und sie entscheiden eigentlich erst so ab dem Alter von 16 Jahren, können sie jedenfalls auch einwilligen und selber sagen, ich möchte, dass eine Datenverarbeitung von mir stattfindet oder eben sagen, ich möchte das nicht. Vorher sind die Eltern dafür verantwortlich, auf die Daten ihrer Kinder auch zu achten. Und deswegen gibt es so wenig Möglichkeiten, wie überhaupt Unternehmen an diese Daten von Kindern rankommen. In den ersten Lebensjahren läuft ja einfach alles über die Eltern. Verträge werden über die Eltern geschlossen.
Online-Formulare werden über die Eltern ausgefüllt. Die Kinder gehen noch nicht selber shoppen, online shoppen, all sowas. Also Kinderdaten zu bekommen, ist erstmal gar nicht so einfach für Unternehmen. Aber die Spielzeughersteller sitzen dann natürlich am richtigen Hebel, um genau dort eben auch ja, sich Türen zu öffnen. Und warum ist das so interessant, schon bei den Kleinen anzufangen? Warum reicht es denen nicht zu sagen, naja gut, dann fangen wir halt mit 16 an, die Daten zu sammeln? Weil sie natürlich dann schon vorher wissen, was das Kind später mit 16 kaufen wird. Also es sind natürlich Analysen möglich und diese Daten werden ja nicht gesammelt, um danach nichts damit zu machen. Selbst Nutzungsdaten werden ja gesammelt, um auch die eigenen Produkte zu verbessern. Das heißt im Grunde genommen, um die Produkte weiterzuentwickeln, sie noch attraktiver für Kinder zu machen, noch attraktiver für die Konsumentinnen und Konsumenten. Das heißt, da ist natürlich eine riesige Werbemaschinerie hinter. An anderer Stelle werden diese Daten eben auch verwendet, um sie weiterzugeben an andere Marktforschungsunternehmen, Institutionen, die dann wiederum auswerten, meinetwegen in welchem Alter spielt welches Kind mit welchem Spielzeug, um es jetzt mal ganz banal zu halten. Aber es wäre auch möglich zu ermitteln, wie ist denn die Familienstruktur? Spielt das Kind vielleicht den ganzen Tag mit diesem Spielzeug, weil es keine anderen Freunde hat und die Familie sich nicht kümmert? Also wenn man dieses Gedankenexperiment so ein bisschen weiterspinnt, lassen sich durch diese Daten, die da erfasst werden durch Spielzeuge, natürlich jede Menge Rückschlüsse auf Kinder ziehen. Und diese Daten werden ausgewertet. Was kann denn am Ende passieren, wenn diese Daten auch missbraucht werden? Also, dass jetzt das Unternehmen weiß, na gut, also mit 16 wird das Kind das und das kaufen, das ist ja das eine. Aber was für Gefahren lauern denn da noch konkret, wenn diese Daten vielleicht dann eben auch in Hände gelangen, in die sie nun wirklich nicht gehören und mit denen man vielleicht auch gar nicht so gerechnet hat? Ja, es gibt da ein sehr prägnantes Beispiel, das ich an dieser Stelle einfach immer sehr gerne bringe. Vor einigen Jahren, das ist jetzt schon eine Weile her, 2019, glaube ich, oder 18, hat ein chinesischer Hersteller für Kinderuhren, für Kindersmartwatches, bekannt gegeben, dass die Daten von Kindern, von über 5000 Kindern, öffentlich im Netz verfügbar waren. Live-Daten. Das heißt also, es gab Eltern, die waren besorgt und haben ihren Kindern eine Smartwatch ums Handgelenk gemacht, um sie zu tracken, um zu gucken, wo sie sich befinden auf dem Schulweg, um zu gucken, ob sie sicher nach Hause kommen. Und diese Standortdaten plus Name, plus, ich glaube sogar noch das Geburtsdatum war auch dabei, war öffentlich im Netz verfügbar. Das heißt also, in diesem Moment, wo die Eltern versucht haben, die Kinder zu schützen, ist natürlich das Gegenteil passiert, weil Menschen auch mit wenig technischen Kenntnissen etwas gezielter hätten schauen müssen, aber rausfinden könnten, wo befindet sich dieses Kind. Und was dann natürlich passieren kann, das mag man gar nicht aussprechen und sich gar nicht vorstellen, aber es wäre auf jeden Fall öffentlich gewesen, welches Kind ist gerade wo. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr große Gefahr. Die andere Sache, wenn wir mal etwas weniger von der Gefahr für Leib und Seele ausgehen, was passiert mit diesen Daten einfach in ein paar Jahren? Was spinnt sich da für ein Netz zusammen an Informationen über diese Personen? In welche Hände kommen diese Daten später mal? Was passiert denn, wenn sich der Spielzeughersteller verwirft mit einer anderen Firma oder diese Daten verliert, bewusst weitergibt? An wen vor allem? Vielleicht auch an die Regierung. Man weiß es alles so nicht, was so mit diesen Daten passiert. Und da sollte man deswegen vorsichtig sein. Ich hatte auch gelesen, dass es sogar Spielzeuge gibt oder gab, bei denen es möglich war, dass Leute sich quasi in dieses Spielzeug, also da draufschalten und mit den Kindern reden. Das klingt für mich erstmal wie in einem Film. Ist das wirklich ein realistisches Szenario oder ist das irgendwie schon mal passiert? Es ist schon passiert, es ist ein realistisches Szenario. Es gab zum Beispiel 2017 die Puppe My Friend Kyla. Das war eine Puppe, die konnte eben auch sprechen, die konnte reagieren. Und die wurde von der Bundesnetzagentur als Wanze eingestuft. Also es gab offene Schnittstellen, wodurch man sich in dieses Signal mit reinfunken konnte. Und ja, dann mit diesem Kind auch hätte sprechen können über die Puppe. Also eine fremde Person hätte über die Puppe mit dem Kind sprechen können und andersrum auch mithören können, was da so alles passiert im Kinderzimmer während des kindlichen Spiels mit dem Spielzeug. Und diese Puppe wurde, wie gesagt, als Wanze eingestuft, ganz offiziell. Und Eltern wurden aufgerufen, diese Puppe zu vernichten und sogar einen Nachweis zu führen über die Vernichtung der Puppe. Also auf dieser Ebene befinden wir uns tatsächlich, dass Eltern dann aufgefordert werden, das Spielzeug zu zerstören und auch noch zu beweisen, dass sie es wirklich zerstört haben. Also ein sehr, sehr realistisches Szenario. Passiert zum Glück nicht so oft,
aber es ist möglich. Mhm. Genau. Wie ist dein Eindruck? Haben da an sich Behörden einen ganz guten Blick drauf, auf die Gefahren, um dann jetzt wie in diesem Fall zu reagieren? Oder war das vielleicht jetzt ein Einzelfall, aber eigentlich muss man als Eltern noch mehr auch selbst schauen, ob dann ein einzelnes Spielzeug geeignet ist oder nicht? Wie gesagt, es ist möglich, es kommt nicht so oft vor, aber auch bei Babyphones haben wir das, da hat es schon viele Fälle gegeben, dass sich von außen dort Leute eingewählt haben und nachts irgendwelche Kinder angeschrien haben. Also da gucken dann aber schon Behörden drauf. Wir haben zum Beispiel die, wie ich gerade sagte, die Bundesnetzagentur, die dann auch regelmäßig veröffentlicht, welche Produkte wieder vom Markt genommen werden und vernichtet werden müssen. Einfach auf der Internetseite, da kann man nachschauen, was gerade im Argen ist, welches Produkt, welches Spielzeug man vielleicht ja nicht kaufen sollte. So, jetzt haben wir gerade natürlich schon mal ganz viele Probleme aufgezeichnet, aber wir möchten natürlich heute auch hier konstruktiv vorgehen und Ihnen auch dann Tipps für den Alltag mitgeben. Es ist nicht so, dass smarte Spielzeuge immer sofort ein No-Go sind und da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf schauen. Erstmal so ganz generell, kann ich an bestimmten Aspekten, Punkten erkennen, ob ein vernetztes Spielzeug für zu Hause, für mein Kind geeignet ist? Als erstes sollte man wirklich nachdenken und nicht sofort alles in den Warenkorb schmeißen, sondern vielleicht mal die Herstellerangaben kontrollieren. Ist es ein Gerät, wo sich das Netz ausschalten lässt beispielsweise? Ist es ein Gerät, wo sich die Bluetooth-Verbindung kappen lässt? Überhaupt sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, welche Funktionen gibt es an diesem Spielzeug? Gibt es Kameras? Gibt es Mikrofone? Und dann sollte man sich im Vorfeld die Datenschutzerklärung von dem Hersteller auch mal durchlesen und auf so ein paar Sachen achten. Viele Spielzeuge sind beispielsweise durch Apps begleitet. Das heißt also, ja, das Kind spielt ganz normal mit dem Roboter meinetwegen und die Eltern können zum Beispiel von draußen steuern, wann dieses Gerät eingeschaltet wird oder nicht. Oder sie können auch die Gespräche mit anhören, die dieser Roboter aufzeichnet. Dazu noch ein kurzer Einschub. Ich arbeite ja hauptamtlich für Digitalcourage, einem gemeinnützigen Verein, der auch jedes Jahr die sogenannten Big Brother Awards verleiht. Das ist ein Negativpreis für Datensünder. Und der hat im Jahr 2015 auch eine Barbie-Puppe oder der Hersteller Mattel diesen Preis bekommen, weil da eben diese Barbie-Puppe gleichzeitig auch per App für die Eltern bedienbar war und sie wirklich nachhören konnten, was dieses Kind im Spiel, im Kinderzimmer zu der Puppe gesagt hat. Die Eltern haben dann einen wöchentlichen Report darüber bekommen, was das Kind damit so treibt und welche Geheimnisse das Kind dieser Puppe anvertraute, dieser kleinen Barbie-Puppe. Und das ist natürlich ein sehr massiver Eingriff auch in die Privatsphäre von Kindern. Da muss man schon wirklich überlegen, ob man so weit gehen möchte und so viel Misstrauen auch in die Eltern-Kind-Beziehung legen möchte. Aber um da jetzt nochmal wieder zurückzukommen, woran erkennt man, ob das Spielzeug geeignet ist? Man sollte immer so ein Mindestmaß an IT-Sicherheit dann bedenken und auch sowas wie ein Passwortschutz, wenn es eine App dazu gibt, ist zum Beispiel ganz wichtig, damit Fremde dann vielleicht nicht so einfach auf diese Daten zugreifen können, die dann begleitend zu dem Spielzeug eben durch die App noch anfallen. Ansonsten, seriöse Hersteller machen auch transparent, wie sie mit den Daten umgehen. Das heißt, wenn man da gar nichts zu findet, gar keine Angaben zu findet, ist das schon mal so ein erstes Alarmsignal. Dann sollte man entweder tiefer recherchieren oder vielleicht auch die Finger davon lassen. Und Produkte aus der EU sollten tatsächlich bevorzugt werden. Denn wir haben in der EU bzw. im DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, Geltungsbereich, strengere Rechte als zum Beispiel in den USA oder in China. Strengere Gesetze, was den Schutz von Daten betrifft. Und wenn man sich an Produkte hält, die aus der EU kommen oder aus dem europäischen Wirtschaftsraum, kann man schon mal davon ausgehen, dass die Daten etwas besser geschützt sind, als wenn sie eben von woanders hergeliefert wurden. Mhm. Was für Rechte hat man dann dadurch? Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel, was ist Löschung? Sagen wir mal, die Puppe wird irgendwann ist dann out, Kind ist zu alt. Kann ich dann dem Hersteller sagen, so und jetzt wird hier alles gelöscht, was hier jemals über diese Puppe bei dir gelandet ist? Absolut. Das ist wirklich ein großes Glück, das wir seit 2018 haben. Da wurde die DSGVO, also erst in Kraft getreten, die Datenschutzgrundverordnung. Und da wurden ganz explizit auch betroffenen Rechte mit aufgenommen. Das heißt also, jeder einzelne Mensch, ob Kind oder Erwachsen, hat eben das Recht zu erfahren, welche Daten von einem gespeichert wurden. Ich kann also jeden Hersteller anschreiben, von dem ich Spielzeuge zu Hause habe. Alle müssen mir eine Auskunft erteilen, welche Daten gespeichert sind. Und dann gibt es eben das Recht auf Korrektur, wenn eben Daten falsch dargestellt sind, diese korrigieren zu lassen oder sie eben ganz löschen zu lassen.
Und das sollte man unbedingt auch tun. Das kann man auch zwischendurch machen. Das heißt nicht erst, wenn das Spielzeug out ist, sondern man kann auch mal nach einem halben Jahr mal so eine Auskunft anfragen beim Hersteller und sich mal erklären lassen, welche Daten da jetzt eigentlich so gespeichert sind. Und das vielleicht ist aber auch auf diese Art und Weise. Das ist dann vor allem gesichert, wenn der Hersteller in der EU sitzt oder generell auch darüber hinaus? Vor allem in der EU, ja. Es gibt da noch Verstrickungen, es gibt verschiedene Modelle, es gibt, wie das in der Wirtschaft eben so ist, verschiedene Verantwortlichkeiten und dann sind es Tochterfirmen, die dann irgendwo sitzen. Die einen sitzen in der EU, die andere Tochterfirma wiederum in den USA und so weiter. Das wird aber zu kleinteilig. Also wenn man sich daran hält, Produkte aus der EU zu verwenden, zu kaufen, dann kann man sicher davon ausgehen, dass man so eine Auskunft auch erhält. Und dann auch zwischendurch mal gegensteuern kann, ne? Ja. Wenn man sieht, da sind so viele Daten gespeichert, dass man das Spielzeug vielleicht dann doch wieder abschafft an der Stelle oder es eben bedenkenlos weiter nutzt. Ja, und die sich das zwischendurch mal rausgeben lassen. Gibt es Hinweise, durch die ich irgendwie erkenne beim Kauf eines Spielzeugs, ob es jetzt sinnvoll ist, dass diese Daten erhoben werden von dem Spielzeug oder nicht? Oder gibt es Daten, bei denen du sagst, es ist ein No-Go? Wenn ein Spielzeug die erhebt, würde ich auf jeden Fall von abraten. Immer mit Sinn und Verstand drangehen. Wenn es dem Kind wirklich darum geht, mit der Puppe zu sprechen, etwas zu sagen und die Puppe antwortet, ist natürlich klar, dass es ein Mikrofon braucht. Und dann braucht dieses Spielzeug natürlich auch Zugriff auf das Mikrofon. Und dann werden selbstverständlich Sprachaufzeichnungen gespeichert. Und da kann man nochmal unterscheiden, werden die lokal auf dem Gerät gespeichert, wobei das schon fast zu vernachlässigen ist, weil mittlerweile fast alle Daten direkt in die Cloud kommen. Und da hat man ja schon mal wieder einen Aspekt, wo sich eben auch leichter einbrechen lässt als in so ein Spielzeug, das dann eben im Kinderzimmer auf dem Boden liegt und wo ein Speicherchip drin ist. Aber das gibt es, wie gesagt, nicht mehr so oft. Und dann einfach überlegen, geht es darum, dass dieses Spielzeug eben das Gesicht erkennt? Ja, okay, dann muss eben die Kamera verwendet werden. Und dann muss man eben auch davon ausgehen, dass Bild- und Videomaterial gespeichert wird. Möchte das Kind allerdings nur sprechen und das Produkt hat aber trotzdem eine Kamera, kann man diese Kamera abkleben, meinetwegen ausbauen, wenn man technisch genug versiert ist, das Ding aufzuschrauben. Da kann man dann noch andere Gegenmaßnahmen machen. Aber immer überlegen, braucht es das? Bei der Verbraucherzentrale gibt es ja auch ein paar Tipps, wie man mit diesen Spielzeugen umgehen kann. Und die sagten, Daten sollten lokal verarbeitet und nicht mit einem externen Server verbunden sein. Ich habe jetzt gerade bei dir rausgehört, das gibt es nicht mehr so häufig, oder? Also woher erkenne ich das, ob die Daten dann doch rausgehen aus dem Kinderzimmer? Ich glaube, manche Hersteller werben auch damit, dass Daten lokal gespeichert werden, dass ein Speicherchip drin ist. Die Tendenz geht genau, wie du gerade schon sagtest, dazu, dass diese Daten eben alle in eine Cloud reingeschüttet werden und ist eben auch kostensparender, als überall Chips einzubauen und so weiter und so fort. Man kann sich aber beim Hersteller darüber informieren. Also diese Information sollte Ihnen jedenfalls nicht schwerfallen, darüber aufzuklären und zu sagen, was da Sache ist. Ansonsten skeptisch werden. Wenn Sie es nicht erklären können, ob die Daten lokal oder in einer Cloud gespeichert werden, dann bitte nicht das Spielzeug kaufen, dann stimmt da irgendwas nicht. Sagen wir mal, jetzt hat man sich für ein smartes Spielzeug entschieden, ist zum Beispiel aus der EU. Man kann sich also vielleicht auch ein bisschen sicherer sein, dass man am Ende irgendwie noch Kontrolle darüber hat, im Zweifel auch diese Daten wieder zu löschen. Wie gehe ich dann am besten vor? Würdest du sagen, es macht zum Beispiel Sinn, die Kinder unter allen Umständen mit dazu zu nehmen. Wie führe ich das dann ein, dieses Spielzeug zu Hause? Die Kinder immer mit einbeziehen, klar. Also man kann jetzt keinem dreijährigen Kind erklären, wieso es lieber nicht mit diesem Spielzeug spielen sollte oder wieso es kritisch ist, damit zu spielen und dass da Daten irgendwie gespeichert werden. Das kann man ja erstmal ab einem gewissen Alter überhaupt ansprechen. Aber ich sag mal, ab 5, 6 Jahren kann man auch ruhig schon mal sagen, hey, wir kleben jetzt zusammen hier dieses Mikrofon ab, weil wir nicht möchten, dass wer anders mithört. Und wenn dann Nachfragen kommen, wer könnte denn da mithören, kann man darauf reagieren, naja, irgendjemand hat ja dieses Spielzeug auch gebaut, ne? Und diese Menschen wissen natürlich dann auch, wie man zuhören kann. Also das kann man dann ganz einfach erklären. An der Stelle gibt es sogar ein sehr gutes Kinderbuch, das heißt Ada und Zangemann, wo eben auch Software für kleine Kinder schon leicht erklärt wird und welche Gefahren damit einhergehen. Und auf diese Art und Weise kann man sich dem Thema nähern. Und je älter das Kind ist, je näher auch das erste Smartphone rückt, je näher das erste Tablet rückt und überhaupt so ein Gefühl auch für digitale Medien entsteht, desto tiefer kann man dann in das Thema einsteigen. Gerade bei Einstellungen an dem Gerät oder in der App selbst kann ja auch das Kind mal mit über die Schulter gucken. Das schadet überhaupt nicht. Wie viel es davon versteht und behält, ist eine andere Frage, aber man kann es schon früh daran
heranführen. Irgendwie dafür sensibilisieren. Was ist, wenn wir uns dann ein smartes Spielzeug angeschafft haben und dann merken, also ich fühle mich damit jetzt doch nicht so wohl und möglicherweise liegen hier sogar Verstöße vor. Was kann ich tun? Wo kann ich so Verstöße dann melden? Oder wenn ich unsicher bin, an wen kann ich mich wenden? Erstmal ist das natürlich eine verflixte Situation, weil das Kind bestimmt sehr gerne damit gespielt hat und das erstmal aus den Händen wieder raus zu entreißen sozusagen und zu sagen, hey, das geht jetzt nicht, ist schon mal schwierig. Da muss man auch einen Ton für finden. Aber man kann solche Fälle auf jeden Fall bei der Datenschutzbehörde dann melden. Die gibt es für jedes Bundesland. Deswegen sind wir ja auch heute hier, weil eine Datenschutzbehörde dieses tolle Programm mitmacht. Und da eben anzugeben, was passiert ist, dass man einen Verdacht hat. Ansonsten sich auf anderen Seiten im Netz auch schlau machen, was ich eben auch schon mehrfach sagte, die Bundesnetzagentur. Da kann man auch hinschreiben. Das heißt, wenn man etwas vermutet, die sind natürlich auch für Hinweise dankbar, um dann weiter den Fällen nachgehen zu können. Ja, die Hersteller vielleicht auch selber befragen dazu. Das geht ja per E-Mail, da muss man nicht unbedingt jemanden an den Hörer kriegen. Da gibt es ja durchaus leichte Möglichkeiten, Wege der Kommunikation. Ja, aber wenn wirklich ein schlimmer Verstoß vermutet wird, dann unbedingt die Datenschutzbehörde informieren, die Landesdatenschutzbehörde. Das wäre so der erste Weg. Und dann kann man auch da nochmal nachfragen, welche Wege einem dann in diesem speziellen Fall noch geraten werden. Was denkst du denn, was haben wir noch so zugespitzt zu erwarten jetzt auch durch die künstliche Intelligenz? Wie smart werden die Spielzeuge wohl noch so werden in den nächsten Jahren? Das ist eine ganz fantastische Frage. Sie werden auf jeden Fall genauer mit uns sprechen können. Mhm. Sie werden auf unsere Gespräche eingehen können. Es wird vielmehr eben mit diesen Sprachmodellen experimentiert werden. Und es werden sehr viele Fragen auf uns zukommen, was Datenschutz und Urheberrechte betrifft. Also es muss auf politischer Ebene, müssen Regularien geschaffen werden, dass wir tatsächlich auch für die künstliche Intelligenz, die ja nun auch wirklich nicht vom Himmel fällt, wo wir darauf vorbereitet waren, aber die Politik vielleicht noch ein bisschen hinterherhinkt, dass da Maßnahmen kommen. Und es wird erstmal sehr viele offene Fragen geben, bevor es darauf Antworten geben wird. Das ist hoffen wir, dass wir heute ein paar Fragen klären konnten. Dankeschön, Jessica Wawczyniak, Medienpädagogin dem Schwerpunkt Datenschutz in Bielefeld, heute zugeschaltet hier zu uns. Dankeschön, dass Sie sich auch zugeschaltet haben beim Thema smarte Spielzeuge, Datendiebe im Kinderzimmer. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, dass Sie etwas mitgenommen haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und sag mal auf Wiedersehen. Tschüss. Wenn du mehr über einen sicheren Umgang im Netz für dich und deine Familie lernen möchtest, schaue auf Tides YouTube-Kanal vorbei. Oder unter www.digitale-vorbilder.eu. Das Projekt Digitale Vorbilder ist ein Gemeinschaftsprojekt der Datenschutzaufsichtsbehörden aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. In Kooperation mit dem Medienpartner Tide und gefördert von der Europäischen Union.